Ja, super. Komm. Fausthiebe in den Bauch und überall. Willst du mich jetzt verarschen? Wir haben ihn eine Falle gestellt und haben ihn gekillt. Ich weiß, wir könnten den auch rausziehen und dann killen oder was auch immer, aber dann sollte man die Aussage da ein bisschen klarer werden. Jesus, ey. Das darf ja nicht sein. Ich habe nichts gegen das Spiel. Also, ich finde das im Grunde ja nicht schlecht. Auch die Idee ist ja immer sehr gut. Doch diese Umsetzung zum Teil ist sehr merkwürdig. Ja, Daddles ist ein Superheld und kauft sich für Geld noch die Welt, denn alle sind doch gegen uns, also im Fall von Naughty, und müssen kaufen uns die Gunst. Mit Schlägen, Prügeln und Macheten und so manch gut gesetzter Rakete oder so. Ja, hallo, hier sind wir, Naughty, wir tanzen auf der Stelle rum. Ja genau, lauft alle erstmal immer in die Ecke. Fernfalle. Oh, du bist reingelaufen. Tut mir aber leid, ob hier töten. Oh, knack. Und hallo. Ja, alle sehen uns, nur dieser Dance-Bär da nicht. Ja, und jetzt muss der weglaufen, oder was? So, jetzt zweiter Versuch. Objekt töten. Ja, das war jetzt richtig. Ja, sehr schön. Wir dürfen nicht auf ihn einprügeln. Nein, wir müssen ihn... Da scheint wieder echt was gut durchdacht gewesen zu sein. Auch gut durchdacht ist gerade unser Fluchtplan. Lauf einfach mal durch die Bärenmengen. So. Und fertig. Was ich jetzt an dieser Stelle auch nicht verstehe, warum müssen wir denn, dürfen wir nichts bei uns tragen? Wir kämpfen ja nicht per Faustkampf gegen ihn, deswegen ist es doch scheißegal, ob wir eine Waffe bei uns haben oder nicht. Naja. Man sollte das, glaube ich, nicht so tiefgründig analysieren. Ja, wir haben alle schon gemeistert, denn wir sind der pure, nackte Naughty Bear. Und der ist von Haus aus schon meisterhaft genial. So. Und jetzt haben wir... Oh. Wir haben Jaco Le Gizler. Und wir haben Jordan. Oder Gordon. Oder Gordon. Je nachdem, wie ihr es möchtet. Da sind wir ziemlich flexibel. So. Nimm die Rolle seines Bandkollegen Bärbes ein. Und prügele Twinkles mit seiner E-Gitarre zu Tode, okay. Twinkles is in charge of organizing all the entertainment at the Fiesta. He thinks he's such a good musician, always using those guitar skills to win over friends and get fame. And look how happy all those bears are. Especially his bandmate, Bearvis. How annoying, Naughty. Ja. Twinkles kümmert sich hier ums Unterhaltungsprogramm der Fiesta. Er hält sich für einen genialen Musiker, der mit seinen Gitarrenkünsten Freunde finden und berühmt werden will. Sieh nur, wie glücklich er all die anderen Bären macht, darunter seinen Bandkollege Bearvis. Das nervt Naughty. Dabei sieht er eigentlich jetzt eher zurückhaltend aus und, ja, bedacht, aber okay. Aber uns hat ja gerade die Stimme der Vernunft erklärt, warum wir das ja machen sollen. Grandios. You know what? Wouldn't it be funny to dress up as his bandmate Bearvis and punish Twinkles with his own guitar? That should bring an end to this musical mayhem. Ja, es wäre auch vielleicht mal spaßig, wenn man mal selbst entscheiden könnte, wie man die killt und dementsprechend ein paar Punkte bekommt. Aber das durch die Bären vielleicht erschwert wird, sodass man sich zu dem durchprügeln muss, ein oder andere Stage. Aber das ist doch total nervig. Vor allem der Bär steht genauso wie bei der letzten Besuch. Beim letzten Besuch dieser Stage hier. Und hier sind bestimmt wieder einige
mit Gitarren, ach, mit Gitarren, Maschinenpistolen. Oh, was bist denn du hier? Na komm, dein Outfit gefällt mir gerade. Jetzt sind wir Raster nur. Mit Unterhose, nein, mit Kurzhose. Och nö, ich hab's doch gesagt, überall die Soldaten. Das geht mir ziemlich auf den Senkel. Kein Objekt töten? Naja, dann töten wir dich so. Das verstehe ich auch nicht. Warum wir bei den Moves können wir die mit den Waffen töten, aber so nicht. Ich glaube, hier wurde einfach nur an der Ego-Shooter-Perspektive gespart. Weil das ging ja im vorigen Teil auch mehr oder weniger gut, aber naja. Warum man das jetzt hier rausgenommen hat und dadurch so mehr oder weniger gelungene Stages hat, wo dann alles nachlädt oder sehr große Bereiche nachladen. Finde ich merkwürdig. Und er ist benommen. Und wir haben ihn genommen und töten. Yeah. Wir haben nicht mal mehr eine Waffe in der Hand. Wir tun nur noch so. Und können uns nicht mehr bewegen. Oh, wie schön. Naughty hat die Macht und macht ein Zeichen der Verbotenes. Oh, wir haben die Macht. Alter, was ist das denn jetzt? Wir haben die Macht. Geht weg. Heil dem Naughty Bear. Heil dem. Heil dem. Ja, wir heiligen dem Naughty Bear. Können wir jetzt überhaupt noch mal. Nee, wir können nicht mal mehr schlagen. Wir können gar nichts mehr machen. Wir können das hier noch. Das ist ja grandios. Heil dem Naughty Bear. Heil dem Naughty. Komm, ich cruise noch ein bisschen hier rum. Feuer dem Naughty Bear. Das bietet sich gerade einfach grandios an. Das, könnt ihr sagen, was ihr wollt? Ich habe das nicht programmiert. Das ist ein wirklicher Spielfehler. Wir haben keine Waffe. Wir haben unseren Verstand benutzt und benutzen ihn weiterhin, der unter dieser grandiosen Mütze versteckt ist. Gucke mich nicht so ran. Heil, gruldige mir. Yeah. Oder vielleicht ist das ja auch ein neuer Tanzschritt. Schieb den Bär, schieb den Bär. Tu so, als hättest du Macht in der Hand. Tu den Bär, schieb den Bär. Das ist der Nachfolger vom Gangnam-Style. Schieb den Bär, schieb den Bär, schieb den Bär vor dir her. Schieb den Bär, schieb den Bär. Sonst fällt es dir schwer. Ja. Oh, was ist das denn? Wir haben unsere. Okay, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warum ist der Bär denn jetzt gerade aufgestanden, den wir einmal abgeschossen haben und dann kam dieser göttliche Blitz? Hä? Okay, was war das? Impossible nachvollziehbar. Ja. Nehmen wir mal die Indie-Mütze. Ich weiß, ich achte jetzt nicht auf den Status. Ich bin gerade etwas noch daneben von dem, was wir gerade erlebt haben. Was war das? Spielefehler. Ja, ich stimme dir zu. Spielefehler. Auf sowas, was man steht und dann mit Beinchen geht. Naja, nimm mal die Machete wieder. Twinkles hat unglaubliche Mächte in seiner Stage, die Naughty in seinen Bann fügen. Die böse Seite der Macht. Die böse Seite der Macht hat uns erwischt. Und nachahmlich. You know what? Ja, das Städtchen sieht liebevoll aus. Wisst? In der Kleidung sind wir getarnt? Ach ja, wir haben ja die Maske. Deswegen wahrscheinlich. Ne? Guck mal, Videospielen ist gesund, ungesund. Ja, wie schön wir getarnt sind. Oh ja, sehr schön. Keiner entdeckt uns. Was geht? Yay, viel Spaß beim Pfannenwenden. Super Move. Und geht nichts leichter als das. Kriegen das bestimmt eh nicht mit. Doch, sie haben es mitgekriegt. Kostüm stehlen. Elvis toll.
So. Haben wir die Waffe jetzt auch? Nee, die Waffe haben wir natürlich nicht. Nee. Wo ist denn die Waffe? Alter. Naughty, verarsch mich jetzt nicht. Wo ist die Waffe? Wo ist die Gitarre? Mann, unser Debüt als Gitarrist ist doch auf dem Spiel. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein, nee. Alter, jetzt Naughty. Jetzt sag nicht die... Es scheint jetzt wirklich so zu sein, dass bei unserem kleinen Kostümwechsel die Gitarre verschwunden ist. Wie böse aber auch. Wir sollen uns als dieser verkleiden, was wir gemacht haben. Und mit der elektrischen Gitarre von ihm zu Tode prügeln. Aber das geht nicht, weil die ist weg. Boah, nee. Alter, jetzt wenn das so weitergeht, beende ich das Let's Play. Also zumindest jetzt erstmal die Aufnahme, weil das macht keinen Spaß. Also weder für Zuschauer noch für Spieler. Also für mich wahrscheinlich noch ein bisschen weniger als für euch. Ihr könnt aufhören. Ich versuche mich ja daran immer weiter. Alter, das ist ja schrecklich. Ja, ist ja gut. Zweiter Versuch. Hoffentlich ist die Gitarre jetzt nicht weg. Falls doch, dann mache ich jetzt ein Ende. Also nicht mit dem Let's Play, aber erstmal mit der Aufnahme, weil das verdirbt mir die Laune und ich habe heute noch was anderes vor. Wo die Laune weniger schlecht sein darf. Weil ich glaube, das ist an dieser Stelle wirklich gut nachvollziehbar, weil auch die letzten Dinger so greifen, nehmen, Kostüm stehlen, warten. Irgendwo hier muss... Ah, da. Ja, jetzt haben wir die Gitarre. So. Blöd. Ja, ich soll es okay, sobald ich mal groovy. Und herzlich willkommen wieder einmal zur Reise im Paradiso Express. Wir laden Sie herzlich dazu ein, hier rum zu tanzen. Es sieht so aus, als wäre er einem kleinen Hip-Hopper-Video entsprungen. Doch, weißt ihr was? Es ist ganz liebreizend, es ist frohlockend, es ist herrlich zu sehen. Und weil wir gerade so gut drauf sind, sagen wir, aha, hallo. Ich hoffe, das reicht. Aha. Ja, wir haben Twinkles, ja. Wow, die Gitarre ist ganz schön, wow, ne? Finde ich auch. Gemein. Und jetzt kommt unser... Ja. Erst läufst du weg und dann zeigst du mit einem plüschigen Fingerwürstling auf uns, ne? Nehmen wir alle auf die Schippe. Komm, die Gitarre ist gerade so gut gestimmt. Ne, Bobby? Na... Ja, er macht uns natürlich direkt in Heiden Schaden. Alter, warum brüllt er nicht? Suples steigt ins Auto. Aha, und wir machen uns von dannen. Aha. Wir werden hier nicht erkannt. Aha. Dann machen wir uns vom Acker, okay. Ja. Oh je. Ich glaube, das mit eins... Jetzt werde ich hier nach dem Let's Play mal wirklich drüber nachdenken, dass ich manche Let's Plays vielleicht, die ich so vorhabe, erstmal gut reflektieren werde. Weil, ehrlich, das macht keinen Spaß. Und Spaß sollte immer etwas zumindest dabei sein. Und wir sind ein Level aufgestiegen! Und haben Burvis Barracotta Tattoo und Burvis Unterhose und Wildheuschuhe freigeschaltet. Na, wenn das mal nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Und wir haben jetzt mehr Lebenspunkte. Genau gesagt, 5 Lebenspunkte mehr. Ein bisschen mehr Schaden machen wir jetzt auch. Und wir haben eine höhere Regeneration. Eigentlich jetzt, wenn ich mal richtig sehe, fast doppelt so viel bekommen. Ist ja auch schon mal was. So, jetzt haben wir Juggles. Och, wir sind Juggles. Juggles glaubt, er könnte dich hinkriegen. Mach ihn fertig und schreib ihn in den Se- Och nö, nee, das mache ich jetzt nicht. So, ich guck mal kurz, wie lange ich aufnehme.